diese lockere schmeckt. So diese. Got Will's son, no castaway. I'm twice as good, yeah, half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me. Nah, how I've been here 10 hours. Einen wunderschönen guten Tag, Jungs und Mädels da draußen. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wie ihr schon gesehen habt, in der Überschrift und logischerweise auch im Porn geht es heute um eine Sorte von Tipsy Tobacco. Und zwar geht es heute um den Aqua de Luna. Bevor wir aber zum Geschmack kommen, muss ich euch nochmal, wie gesagt, die OVP zeigen. Schaut mal den Deckel an. Das erinnert doch auf jeden Fall an das Holy Festival. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf den Geruch und auf den Geschmack, ob das auch Holy Festival für die Nase und auch für die Lunge ist. Wie gesagt, Aqua de Luna soll Eisapfel sein. Ein klassischer Eisapfel. Dann würde ich sagen, Schnittbild blende ich euch jetzt mal ein. Und ihr seht auf jeden Fall, richtig geiler Schnitt. Erinnert auf jeden Fall, dazu aber auch später mehr, an den Oast Tobacco Molasse, top eingezogen. Was will man mehr? Dann würde ich sagen, halte ich mal meinen Riechkolben rein und wir schnuppern mal, wie der Eisapfel so in der Nase ist. Und ihr habt auf jeden Fall eine richtig geile Eisapfelnote am Start. Die Mentholnote schwingt leicht mit, ist nicht zu penetrant und die Apfelnote einfach süßlich gehalten. Mega, also geruchlich gesehen, Holy Festival. Jetzt kommen wir mal zum Geschmack und zum Rauch des Tabaks und dann bin ich mal gespannt. Das Ganze raucht mal wieder wie, ich sehe euch nicht mehr. Also mega diese Rauchentwicklung. Geschmacklich gesehen muss ich wirklich sagen, auch wie schon im Geruch, Holy Festival. Also da feiert die Lunge, da feiert einfach, da feiern die Geschmacksknospen im Mund, das ist einfach mega. Also ein richtig, richtig geiler, intensiver Eisapfelgeschmack und Geruch, den ihr hier beim Aqua de Luna habt. Jetzt zu der Info, die ich euch sagen wollte. Jeder von euch kennt logischerweise den Kamerad hier, den Bonnie und Clyde von Oast. Das war bis eben gerade noch mein Lieblingseisapfel. Und ich muss dazu sagen, wo der Oast Tobacco, also früher Oskars, auf den deutschen Markt kam, war er ja auch noch grün. Jetzt ist er ja mittlerweile nicht mehr grün. Und man hat ein bisschen am Geschmack gefeilscht. Und ich muss sagen, für mein Empfinden eher ins Negative. Es ist eine zu krassere Mentholnote im Oskars, also jetzt im Oast, im Bonnie und Clyde drin. Und dadurch kommt dieser Apfelgeschmack nicht so zum Vorschein. Also die erste Charge, wo die neu auf dem Markt waren, beste. Beste Eisapfel auf dem deutschen Markt. Jetzt abgelöst durch den Tipsy Aqua de Luna. Jetzt definitiv auch mein Favorite unter den Eisapfelsorten. Preislich gesehen seid ihr hier bei 16,90 € 200 Gramm. Könnt ihr auch gerne safe hier drin lagern. Wie gesagt, ist so ein Erdnuss-Tipperchen. Aber die Dose ist dicht. Vielleicht nicht zu 100% wie mit dem Schraubverschluss. Aber ist dicht. Könnt ihr safe hier drin lagern. Passiert nichts. Ja, da haben wir eigentlich alles jetzt abgearbeitet. Wie gesagt, zum Schnittbild wollte ich ja auch noch was sagen, weil ich ja gesagt habe, das erinnert ein bisschen an den Oast etc. Das kommt daran, wie auch schon hier der Oskars, also Oast Tobacco, wie auch Nameless, dieselbe Produktionsstätte und deswegen auch dieselben Dosen parat. Der Schnitt ist fast identisch, da die Maschinen ja auch gleich sind, logischerweise, wo der Rottabak durchläuft. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt zum Tipsy, eine ganz klare
Kauf- und Probierempfehlung meinerseits an den Aqua di Luna. Gerade für die Leute da draußen unter euch, die auf Eisapfel stehen, gönnt euch den Aqua di Luna. Safe, also eine ganz klare Kaufempfehlung, gehen da raus. Und wie gesagt, wenn ihr mich sympathisch findet und noch weitere Videos von mir sehen wollt, das hoffe ich mal zumindest, und meine Arbeit auch schätzt, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Und würde ich sagen, dann bin ich auch schon wieder raus. Also der Tabak ist wirklich mega saftig geil. Grüner Apfel mit Eis, also den müsst ihr euch mal gönnen. Und bis dahin, Leute, wünsche ich euch da draußen noch einen guten Rauch. Der letzte Zug geht auf euch und Peace, Leute.